So, West Bromwich Albion. Und das ist die traurige Nachricht. Taylor ist verletzt, aber nicht lange mehr, nur mal einen Tag oder so. Ellbogen, irgendwas am Ellbogen hat er sich getan. Ist jetzt, ja, nicht der wagemutigste Ausfall. Denn Schmidt, glaube ich, kann das ersetzen. Ja, Captain-Frage ist jetzt, wer ist der Ersatz-Captain bei uns? Das ist eins, das habe ich mir jetzt ein bisschen überlegt. Wenn wir uns anschauen, ja. Gehen wir nach dem Alter, zum Beispiel 28, 18, 17, 27, 18, 18, alle jung hier, ja. Und da muss ich doch sagen, dass die Rollenvergabe hier, der Captain in diesem Team, wenn Taylor nicht da ist, ja, dann ist das einer, dem wir auch viel zu verdanken haben. Ludwig wird dieses Amt übernehmen. Wird auch sicher gut machen. Bin ich feste Überzeugung. Ja, Wilner und Ludwig bilden eben wieder die Sechser. Davor jetzt Schmidt. West Brom Albion ist sicher zu schlagen, ist in der Tabelle hinter uns und daher haben wir uns auch gut gefangen wieder in dieser Saison, erste Premier League Saison und schon mal ein sehr guter Pass hier. Und Schmidt. Und West Bromwich. Schmidt. Mit der Weisung, was es hier geht. Diego Costa. Schön gemacht, der Anfang von Schmidt zu Ende. Ende war nicht so schön. Bietet sich gut an. Billig, die sich hier ein bisschen spielen und das darf man dann nicht. Okay. Billig. So. Ludwig, erstmal Spiel beruhigen hier. Williams. Ludwig. Ludwig Schmidt. Schmidt. Und eine gute Chance für Schmidt. Ja, Schmidt repräsentiert sich ganz gut bis jetzt als der Ersatz.
Mann von Taylor. Und die nächste Großchance. Also nicht Großchance, aber schon eine gute Chance. Sondern jetzt nicht ganz gecheckt hier. Der Thomas. Schmidt. Und Garnier. Also wunderschön diese Flanke hereingekommen und da muss ich großes Lob jetzt an Schmidt aussprechen. Ist die Minute, Freistoß was Bomben. Aber die Position. Ja, nicht eine der besten. Oh, und dann wieder sowas. Und es gibt ja Vetter. Da braucht sich Becker nicht wirklich ausreden, da ist der Fuß gestanden und das im Strafraum und es ist jetzt derzeit mit dieser Elf ein Wahnsinn. Der Thomas bringt hier mal West Brom in Front. Fourth official has indicated there will be a minimum of 3 minutes of added time. Ah, but then. Yeah, es ist nicht jetzt nach Plan besetzt. Was liegt es? An Schmidt ist es nicht. An Williams. Ja, da kommt auch nicht so viel, muss man jetzt sagen. Den anderen ist man noch ein bisschen am Zögern. Natanga, Akai. Man muss auf jeden Fall offensiv verwenden. Das ist ganz klar. Schönmeier. Und hier fängt er schon beim Attackieren an. Da lässt man zu wenig, also zu viel Platz lässt man hier den Gegner und dann passiert es. Nur mal. Das ist tödlich, so. Zum Schluss kommt das ein billig, sieht gelb. Und Kramaric kommt jetzt. Statt Garnier.
Schmidt. Schmidt. Kamaric hat die ganze Aufsicht auf sich gezogen und Schmidt. Rossi wollte nochmal jetzt mit. Rossi. Das muss ich mir jetzt in der Wiederholung anschauen, ob das wirklich. Okay, verstehe. Man steckt Vertrauen in Kai. Lange nicht mehr gespielt. Nächste Gelbe. Winner. Sieht auch, glaube ich, nicht ein, warum. Leko. Leko gegen Meier. Du gewinnst schon Meier. Eine Niederlage hier wäre natürlich ganz bitter. Und Kai kann daraus nicht machen. Hätte den Ball hier perfekt bekommen. So, Kamaric. Zu lang gezögert mit der Weitergabe. Nico. So, Ludwig. Aber ich tut sich auch ein bisschen schwer noch in seiner Rolle als Captain. Rossi, das war die Möglichkeit. Oh mein Gott. War aber schwer zu nehmen. Das muss man zugeben. Ja, Westbrom probiert es jetzt mit den ganz langen Pässen. Aber das kann man hier jetzt nicht zulassen. Man muss jetzt hier auf teuer gehen bei Exeter City. Und Kai, der verschläft hier. Total seinen Einsatz in der Kampfmannschaft. Ja, der verschläft das hier alles. Ludwig. The fourth official has indicated there will be a minimum of 2 minutes of added time. Oh, Wilner. Und das gibt nochmal einen Freistoß. Und somit ist es das wohl gelaufen. Man wird hier verlieren, daheim gegen West Bromwich. Soll nichts heißen, darf nichts heißen, wird nichts heißen.
bittere Niederlage, die hier wohl nicht nötig war. Ja, damit war's das hier, meine Damen und Herren. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dann und rein. Macht's gut. Ciao.